liebe Erzählfreaks und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, jetzt ist mir gerade hier beim Abknibbeln vom Aufkleber schon ein bisschen die Folie aufgegangen. Naja, machen wir trotzdem nochmal auf. So, Rest der Folie hier auf. Und das können wir auch einfach abziehen. So, dann schauen wir mal. So. Gut, das sieht mir auch aus nach einem Prospekt und ja, sind viele ziemlich coole Dinge dabei, sehe ich gerade. Weil der Porsche hier ist mir direkt ins Auge gefallen, weil ich den einmal kaufen wollte schon. Aber gut. Hier eine Drohne. Die Carson-Version von meiner, nur ohne FPV halt. Gut, legen wir die aber erstmal zur Seite. Gummibärchen, wie immer. Sauber. Dankeschön. So, dann hier. Die Radmitnehmer. Hier. Da sehen wir sie. Und jetzt hier was ganz, ganz Tolles. Neue Reifen und Aufkleber dabei. Ist das geil? Das ist geil. Lege ich erstmal zur Seite. Hierfür, das sind die... Nachschauen. Das ist... Softfelge. Das ist hinten. Ja, gut. Hier hinten steht es jetzt nicht, aber egal. Ich glaube, die sind eh gleich. Legen wir das erstmal zur Seite. Ja, und zwar habe ich vor... eine Straßen- und eine Offroad-Version vom Slash zu machen. Die Offroad-Version wird die Reifen haben und die Straßenversion die Standardreifen, die dran waren, weil die sind bei mir jetzt schon so abgefahren, dass ich mir halt die neuen gekauft habe und ja, dementsprechend dann auch die nehmen werde. Ja, die für Offroad, die anderen dann die alten für Onroad. Dann für Onroad werde ich dann noch die tiefere Federung nehmen und ja, für Offroad werde ich dann halt die Standardfederung nehmen. Und ja, 4SE Racing waren, muss ich ja zugeben, die günstigsten Reifen, die es gab. Tja, da ist mir gerade die Speicherkarte vollgegangen. Aber gut, was ich gerade sagen wollte, lass uns das mal eben angucken. So, dann gibt es hier Felgen, gibt es in verschiedenen Farben. Das sind ja solche Performance Offroad Reifen. Gut, dann sehen wir die 1:8er Buggy Räder. Die sehen schon echt nice aus. Vor allem diese hier, die beiden, sind mir direkt ins Auge gestochen. Die sehen echt cool aus. Die 1:8er Truggy Reifen. Das sind dann solche hier, wie ich auch an meinem Truggy dran habe. Die dann sehr, sehr soft sind. Ja gut, und dann haben wir halt hier die Super Soft 1:10 Short Course, die ich habe. Und zwar die Turbo. Ja, die Turbo haben wir. SC Turbo, Short Course Turbo. Ja, da sehen wir sie. Huch, bin ja mal dagegen. Dann kann man da sogar noch Foam reintun. Gut, fällt mir der englische Begriff ein, weil er da steht, aber natürlich der deutsche nicht. Passt schon. Gut, dann sehen wir noch 1:10er Buggy Series. Allrad. Ja, das sind dann die gleichen, logisch. Heckantrieb, die sehen dann noch ein bisschen anders aus. Gibt ziemlich viele coole Sachen. Ach, guck mal hier, da gibt es sogar noch so Muttern, die sich selber komplett schließen und die halt auch richtig geil aussehen. Dann noch hier Heckspoiler. Was ist das alles? Das sind Schraubenzieher. Das ist hier ein Karosseriebohrer. Ja, und das ist hier noch Stoßdämpfer. Allein, wenn man mal guckt, wie viele das sind. Ne, das ist Silikonöl und das ist Stoßdämpferöl. Das ist Differentialöl. Tut mir leid, das ist Luftfilteröl. Brauche ich nur wenig. Gut. Legen wir das mal beiseite. Und dann gucken wir, was da sonst noch drin ist. Aufkleber. Nice. Er kommt auf meinen Helm drauf, weil ich will auf meinem Helm so einen Sticker-Bomb machen. Und da kommt es gut gelegen. So, hole ich die erstmal raus. Ich habe mich darüber auch nicht wirklich informiert, muss ich ja sagen. Ich habe die einfach mal gekauft, weil sie mir echt ganz gut aussehen.
Und die haben schon Schaumstoff drin, das merkt man. Boah, die fühlen sich richtig cool an. Und die sehen auch sehr gut aus. Die gefallen mir. Ja, die gefallen mir gut. Das ist Rear Front. Das sind die vorderen Reifen. Und das müssten dann die hinteren sein. Reifen 1. Reifen 2 und nochmal Aufkleber dabei. Nice. Ja, nochmal der gleiche Beipackzettel. Gut, ich lege die jetzt hier in die Nähe davon. Nicht, dass ich da durcheinander komme von hinten, obwohl ich gleich das glaube, dass die wirklich gleich sind. Können wir mal gucken. Ach, nee. Nee, nee. Die hinteren, da sieht man, die sind ein bisschen tiefer drin. Ja, die vorderen. Tut mir leid, die vorderen sind tiefer drin. Gut. Weiß jetzt nicht, ob das einen großen Unterschied macht. Jetzt fahrtechnisch, aber ja gut, ist zumindest so. Machen wir das nochmal auf. So. Gut. Die Schere wird schon angebrüllt. Und zwar auf der Seite stand einfach nur Traxxas/Radmitnehmer. Ja? Denke ich mir, ja gut. Beziehungsweise Traxxas/Radmitnehmer. Denke ich mir, ja gut, die müssten ja eigentlich passen. Aber dann habe ich halt nochmal nachgeguckt, ob das wirklich die richtigen sind. Dann habe ich die Produktbezeichnung, also diesen Code genommen, bei Google eingegeben und dann stand da 1 zu 10er. Ja, und jetzt habe ich das bestellt und es ist ein 1 zu 8er. Ja, damit kann ich nicht viel anfangen. Aber ich versuche euch trotzdem mal so einen Überblick und Eindruck zu geben, wie das dann aussehen wird. Einfach mit drei Rädern dann. Und das vierte stelle ich dann nur so dran oder so. Naja, dann werden die halt wieder zurückgeschickt. Dann gucke ich mal, ob ich die irgendwo anders finde, weil ich habe es nirgendwo im Internet gefunden. Die ganz stinknormalen. Am besten noch aus Alu, aber gibt's einfach nicht. Naja, dann werde ich mal wieder ein bisschen suchen und jetzt erstmal hier zu Ende bauen. Bis dann. So, das ist jetzt hier die Straßenversion und wie man sieht, viel tiefer geht nicht, vor allem nicht hinten. Und ja. Gefällt mir soweit ganz gut. Oh, ja, das ist halt das kaputte Rad. Ja, gefällt mir soweit ganz gut. Weiß nicht, ob ich das so beibehalten werde. Aber gut, ich werde mich dann mal auf die Suche begeben und dann mal richtige Radmitnehmer versuchen zu finden. Und ja, bis dann. Tschüss. Nice. So, das ist jetzt die Offroad-Version. Und ja, ich würde mal sagen, der ist deutlich höher. Sieht man eigentlich relativ eindeutig. Nur was mich wirklich ein bisschen wundert, dass, wie man auch eindeutig sehen kann, der vordere Reifen deutlich mehr raussteht. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich gucke mir jetzt mal gerade die Slash-Reifen hier an. Ich gucke mir jetzt mal gerade die Slash-Reifen hier an. Okay, die beiden. Ich finde, die sehen alle gleich aus. Also, ja, da steht auch drauf Front and Rear. Das heißt, die sind für beides. Die sind universell. Ich weiß nicht, ob das so soll. Also, ich glaube schon. Ich meine nämlich, das mal gesehen zu haben, dass die vorne einen kleinen Tacken breiter sind als hinten. Tja. Aber wenn nicht, kann man es ja theoretisch ändern. Die sind ja auch vom Profil her eigentlich egal, wie rum man sie tut. Die hier ja nicht. Nee, so fest sieht es ein bisschen blöd aus. Aber ja gut, ich verabschiede mich erstmal für dieses Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Yeah.